Hallo und wieder mal herzlich willkommen in meiner Küche bei Soul Food bei Silke. Passend zur Jahreszeit möchte ich mit euch heute ein Rezept ausprobieren, das auf jeden Fall gelingt. Vielleicht auch so gut ankommt wie mein Zucchini-Nusskuchen, den ich ja schon mal gemacht habe für euch. Und zwar einen leckeren Kürbiskuchen. Dazu nehme ich heute meine Küchenmaschine, denn als erstes müssen wir den Kürbis zerkleinern. Los geht's! So, wie gesagt, wird alles in Bechern abgemessen, außer natürlich die Eier. Wir nehmen jetzt also für den Kuchen 3 Eier, weil ich Größe L habe, bei M sind es 4 Eier. Als nächstes kommen 2 Becher Zucker zum Kuchen. Nachdem ich etwas Zucker reduzieren will, nehme ich 1,5 Zucker. Dann kommt auch schon Zimt. Dann kommen gemahlene Mandeln dazu, 150 Gramm in dem Fall. Circa 1,5 Becher bei mir. Und dann würde ich sagen, rühren wir das mal ganz kurz. Dann 2 Becher Mehl dazugeben. Ein halbes Backpulver. Also ihr seht, es ist nicht alles in Bechern. Auch gut durchrühren wieder. So, jetzt kommt da dazu ein Becher Öl. Und mein Kürbisfleisch. Das sind 2 Becher. Und wieder gut verrühren. Unser Teig hat jetzt eine gute cremige Konsistenz und kommt jetzt in eine vorgebutterte Backform hinein. Mmh, riecht schon lecker. Die Nüsse, der Zimt und der Kürbis. Läuft auch ganz gut von selbst. So, und der Kuchen kommt jetzt bei 160 Grad für 75 Minuten in den Backofen. Das ist ja der fertige, leckere, saftige Kürbiskuchen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und vor allem einen guten Appetit.